Willkommen zurück zu den Octodad Shorts und wir starten direkt durch mit dem zweiten Level Medizinitose. Tommy und Stacy erfinden eine Geschichte über ihren Vater. Das sieht mir doch sehr krankenhausmäßig aus. Ich hoffe, ich muss hier nicht den Surgeon Simulator spielen. Weil der alleine ist ja schon schlimm und das mit Octodad-Steuerung. What's the story about? Well, this is a story about Dad. And he's in a wrestling ring. Oh, cool. Yay, Leute, ich bin der König. Oh. I think he's at the hospital. And he's a nurse. That's lame. Why can't he be a doctor? He's a nurse and he does nursey things. Geht zur Pflegerstation. So he goes to the nurse station. Frage ist wo? Hospitalicious da hinten am Automaten. Ist das hier längs? Kann ich hier durch? Tatsache. Prep Room. Wo ist die Pflegestation? Sorry. Ich hab dich immer gehasst. Mochte dich nie. Gehst mir mal aus dem Weg? Hallo. Hallöchen. Lass mich doch mal durch, dann hätten wir beide keine Probleme. Mein Gott. So, hä? Wo ist die Pflegestation? Gibt's doch gar nicht. Hier lang offenbar nicht, denn Prep Rooms? Also OP-Vorbereitungszimmer? Ach, hier runter vermutlich. Ja, Tatsache. Oh, dieser blöde Alter steht immer genau blöd im Weg rum, wenn ich sie nicht gebrauchen kann. Muss ich die Tür so aufmachen? Ne, ich kann die Tür gar nicht aufmachen. Bin ich ja falsch? Lady, können Sie mir sagen, wo ich lang muss, um dahin zu gehen, wo ich hin will? Das ist der Empfang. Ich kann doch hier schlecht einfach gehen. Ich bin schon richtig da hinten. Sir, können Sie mir sagen, wo ich die Pflegerstation finde? Offenbar nicht. Trotzdem danke für Ihre Mitarbeit. Gut, ich gehe einfach mal geradeaus hier rein. Oder macht die da unten die Tür auf? Nee, hier steht da nur blöd in der Gegend rum. Die macht gar nichts. Die ist nur dafür da, um mir im Weg zu stehen, oder? Ist das hier? Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Hilfe. Ah, natürlich. Wenn ich mich komisch verhalte und auf den Tisch stelle, geht's. Finde die Patientenunterlagen. Ich stehe drauf. Da. Und die hier, oder? Nein, offenbar nicht. Lady, können Sie mir sagen, ob das die hier sind? Die hier, die hier, die hier. Nein, offenbar nicht. Okay. Nee, die Lampe wollte ich nicht. Das sind die blöden Patientenunterlagen. Ach, da. Oder? Oder ist das ein Zeichen? Mann. Nimm das Ding. Nö, das ist es auch nicht. Okay, dann sind die irgendwo in diesen Schränken. Ich hab's ja eigentlich schon befürchtet, dass die irgendwo hier drin sein werden. Was zum Teufel ist in diesem Schrank? Nurse Dad had to go help all the patients. 201 also. Hilf deinem Patienten. Wo ist denn 201? Ist das der hier? And Dad met this one guy who was a jerk. Well, it's about time. My bottom hurts. Adjust my bed, nurse. Verstellen Sie mein Bett hier. Das ist nicht freundlicher. Verstell das Bett. Die Frage ist, in welche Richtung denn? Wie wollen wir es denn? Ich kann nicht einfach rumschieben. These melon slices aren't just gonna jump into my mouth. Füttere den Patienten in 205 mit 4 Melonenstücken. Willst du mich verarschen? Okay. Pass mal auf, Kumpel, ja? Pass mal auf. Friss das. Dann bist du wenigstens ruhig. Das ist doch der. Der will doch gefüttert werden hier. Komm. Nom nom. So, nächster. Scheiße. Gabel fallen lassen. So. Hier, bitte. Ich würde es ihm so gern richtig hart ins Gesicht schlagen, aber ich muss ihn ja leider füttern. Na? So. So, ist Ruhe jetzt, ja? Gibst du endlich Ruhe? Oh, I'm bored. Give me a book. Bring den Patienten in 205 ein Buch. Wo? Okay, muss ich das irgendwo klauen? Das ist wieder die Alte, die ist nur dafür da, um mir im Weg zu stehen. Ja, geh doch mal weg, ich muss da leider vorbei. Kann ich ja nichts dafür. So. Nein. Ich sehe da nicht mal rein, ob da was drin ist. Ich kann da... Wow, was ist jetzt passiert? Habe ich das Ding rausgerissen oder was? Die Schublade ist einfach verschwunden. Ich kann da ja nicht mal reinsehen. Das ist ein bisschen problematisch. Wo kriege ich jetzt ein Buch her? Ist hier unten? Nee, da ist immer noch die blöde Alte da.
Irgendwo muss man doch hier ein Buch klauen können. Ich meine natürlich, oh, da ist die Schublade hin. Wow, die Physik, ne? Ist da was drin? Nee, okay. Die Schublade ist so im Arsch. Okay, kann ich hier ein Buch klauen? And then Dad met the patient who was sad and weird. It's bad, isn't it? Oh no, is it Chaz? Luphoria? The Macarena? You better check my blood pressure to find out. Lady, Sie haben Krebs. Sie haben noch 24 Stunden zu leben. Das müsste Sie erstmal ruhig stellen für die ersten paar Minuten. Okay, jetzt ein Buch her. Das ist immer noch unser größtes Problem. Hier ist so ein blödes Waschbecken. Das ist doch bestimmt hier drin, aber ich komme da ja nicht ran. Also hier unten war es nicht. Da waren nur irgendwelche Früchte drin. Jetzt mach diese blöde Schublade auf. Ja, da waren nur diese blöden Früchte. Diese blöde Alte ist mir auch null Hilfe. Jetzt geh doch mal aus dem Handmodus raus. Gibt's doch gar nicht. Wo kriege ich ein Buch her? Oder bin ich blind? Das ist auch eine Möglichkeit, aber wo kriege ich hier ein Buch her? Da ist nichts drin. Ich denke mal, das können wir bestätigen. Aber ich sehe da auch nicht rein, weil die Kamera sich nicht verstellen lässt. Ne, da ist, glaube ich, nichts drin. Eins oben drüber. Ich sehe da nicht rein. Jetzt. Ne, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Warum passt sie nicht auf? Warum bin ich der, der aufpassen muss? Ich sehe doch, dass da eine blöde Schublade ist, die gerade ein bisschen abgeht, weil ich sie auf und zu mache. Wo ist das blöde Buch? Pumpe den Blutdruckmesser auf. Jetzt soll ich auf einmal kein Buch mehr holen? Ich bin leicht verwirrt. Okay, anscheinend richtet sich nach dem Patienten, zu dem wir gerade reingehen. Gut, dann pumpe ich hier diesen blöden Blutdruckmesser auf. Mach ich halt das. So. Ach du Heiliger. Wahrscheinlich platzt hier gleich der Unterarm, wenn ich das mache. So. Kann ich machen. 230 Volt Halogenscheinwerfer, oder? Müsste reichen. Dann sieht sie nichts mehr. Ist ja auch ruhig. So, Taschenlampe. Einfach mit einer stinknormalen Taschenlampe mitten in die Fresse leuchten. Das geht ja. So, hier. Guck mal genau. Sorry. Ich meine, guck mal. Guck mal genau hier rein. So. Sorry. Can you show me on the whiteboard? Schreib es auf die Tafel. Also, siehst du. Verdammte Idioten. Sehen Sie, Sie haben Folgendes. Also, Sie haben Blau. Und Sie haben also, Sie haben Blau. Was? Oh, well, that's not so bad. Thanks, nurse. Away. Ich bin high. Ich muss high sein. Ich kann mir das nicht erklären, was gerade abgeht. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem scheiß Buch. Hätten wir die Einhornizitis. Was zum Teufel? Kann man hier ein Buch klauen? Nein, warum hat niemand ein Buch? Warum will gerade der ein Buch? Oder kann ich, muss ich das hier rausnehmen und hab's einfach übersehen, weil ich blöd bin? Das kann auch sein. Nee, hier ist kein Buch, da ist eine Bananenschale, aber das bringt mir nicht viel. Ist da was drunter, unter dem Tablett? Nö, das ist ein Tisch. Können die blöde Bananenschale geben? Hä? Wo ist das scheiß Buch? Das da, oder was? Wehe, das ist, zählt als Buch. Aber das Symbol unten zählt, sieht ja eigentlich anders aus. Was? Pain Chart. Painless, so right, bad, terry bad, hurts so good. Was? Nee, das akzeptiert er nicht als Buch. Geht's wieder los. Wo ist das scheiß Buch? Gute Frau, wo ist das Buch? Das Buch. Hier? Das ist ja auch kein Buch. Das ist doch niemals ein Buch. Das ist auch so ein Flipchart-Ding. Nee. Flipchart. So ein Klemmbrett. Wären wir wieder hier? Wo kriege ich Buch her? Ich gehe nochmal raus. Da habe ich noch nicht geguckt. Ins Wartezimmer. Ernsthaft. So, ins Wartezimmer. Oh. Mein Fehler, sorry. So. Sehr geehrter Herr Müller, nachdem ich mehrere Stunden lang nach Ihrem scheiß Buch gesucht habe, haben Sie es hier. Es hat 5 Seiten. Viel Spaß beim Lesen. Besorgt dem Patienten in 205 einen neuen Tropf. Ich kann Luft reinfüllen. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Nicht den Stuhl. Ach. Hier, kannst du auch haben. So, der Tropf.
Nein, ich habe den Wasserhahn kaputt gemacht. So. Beste Schwester. So. Mein lieber Herr, es könnte sein, dass ich diese Nacht Ihre Maschine abschalte. Machen Sie sich darüber mal klar. Machen Sie sich das bewusst. Hilf deinen Patienten. Okay, einer fehlt scheinbar noch. Den haben wir erledigt. Die Spinnerin hier drüben haben wir auch erledigt. Da ist die fliegende Schublade. Hier ist noch jemand. So, was hast du denn? Good morning, Mr. Nurse. Ah, endlich mal jemand Erträgliches. It's not too much trouble. Would you mind fluffing my pillow and turning off the television? Schalte den Fernseher aus, also. Das willst du, ja? Ausgeschaltet, zählt. Schüttel das Kopfkissen der Patientin auf. Wenn ich mal daran dürfte. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie wirklich vielmals. Ich hier. Nein, das ist der Tropf. Fertig. Nein. Ich darf sie dabei nicht zu hart treffen. Sonst kriege ich Verdachtspunkte. Na komm. Oh Mann, ich muss das jetzt da rauskriegen, oder was? Aber wenn ich es noch mehr übertreibe, dann fliege ich auf. Jetzt gib mir das Ding. Kann nicht so schwer sein. Komm schon. Jetzt. So. Machen wir das mal hier. Kann ich ein bisschen ausholen. So. Could you fetch me some donuts from the waiting room, please? Here's some money to buy them. Ein Riesengeldstapel für Donuts. Hatten wir wieder Inflation oder was? Hole Donuts für Patientin in 201. Ich frage mich sowieso, warum muss man das bezahlen? Das ist ja der Prep Room hier. Zahlt es im Krankenhaus ja auch sowas an Versicherung. Jetzt lass mich durch diese Scheißtür. So. Ach so, an der Maschine. Ich verstehe. Hospitalicious. So, Kohle rein. Donuts sind oben, ne? Beep. Nein. Was? Oh je. Der Donut hängt natürlich fest. Das ist natürlich super. Das ist sehr toll, einfach. Kann meine Freude kaum Ausdruck verleihen? Jetzt muss ich da mit der Hand rein den blöden Donut holen. Ja, hab ihn. Sehr gut. Kumpel, du solltest die Maschine mal überprüfen. Die sieht nicht allzu gut aus. Nur so mal ein kleiner Tipp zwischen Freunden. So, gute Frau. Bitteschön, ihr Donut. Ist sie gerade umgefallen? Okay. Das kann ich machen, das ist easy. Dad, it's your long-lost brother. I've got terrible news for you. One of your patients is going into cardiac arrest. Patient alert in room 205. Oh mein Gott. Oh, da ist der Typ, der so unfreundlich war. Den lasse ich liegen. Leg den Patienten auf die Rolltrage. Wer lacht jetzt zuletzt, hä? Wer lacht jetzt? Okay, Rolltrage. Ist das das Ding, was da liegt? Nee, ist nicht das Bett, ne? Also... es ist nicht das, wonach es aussieht. Okay, es ist nicht hier. Kumpel, kannst du mir mal helfen? Hier ist irgendwas... Mit dem Typen stimmt was nicht. Kannst du dir mal ansehen? Irgendwie... Der bewegt sich nicht mehr. Also ich habe gerade eben... Ich habe ihm sein Zeug gebracht. Habe alles gemacht, was er wollte. War ziemlich unfreundlich. Und jetzt ist er tot. Also... Ich weiß nicht. Kannst du mir da helfen oder so? Nee? Okay, dann nicht. Dann gehe ich woanders hin. Okay, Schluss mit dem Mist. Ich lege ihn auf sein blödes Bett drauf. So, fertig, erlebt. Wait, what's cardiac arrest? I don't know, one of those hospital-y things they say on TV. It sounds illegal. Kommt da auch jetzt. Mann, jetzt die Seitenteile hochklappen. Blub. So, erlebt, perfekt. Bring ihn in den Vorbereitungsraum. Ach so, das sind nur die Warteräume. Da hinten ist der eigentliche Prep-Room. Oh, mein armer Arm. Ah, nee, der Prep Room ist da rechts, oder was? Da, wo ich vorhin schon hin wollte und nicht rein konnte. Jetzt, okay. Autsch. Oh Gott. Ich breche mein eigenes Krankenhaus auf. Es geht schief. Oh, die arme Physik tut mir gerade richtig leid. Ah,
Wirk, komm schon. Hallo? Machst du jetzt die scheiß Tür auf? Muss ich das noch machen? Komm schon. Wie lange dauert das denn, bis die blöde Tür offen ist? Hin und her. Klingt immer schlimmer, aber passiert nicht viel. Oder muss ich währenddessen... Jetzt endlich. Okay, okay. Ich musste währenddessen laufen so ein bisschen. Gut, komm mal wieder her, mein Freund. Also, wo ist der Prep Room? Recovery, hier bin ich falsch. Das ist die Erholung. Da ist der Prep Room. Okay. Okay, 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 okay. Damit kann ich arbeiten. Mit dem Arm in der Tür aber nicht. So. Wasch deine Hände. Bleib du mal genau hier. So, das war da hinten, ne? Jetzt rollt er wieder woanders hin. Hier. So. Gib ihm die Betäubung. Mit dem da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, mit was betäubt man denn? Was haben wir denn hier Schönes? X-Ray, da ist Röntgen. Wo ist denn die Betäubung? Ach, da hinten ist so eine Maske. Super Kamera, ich danke dir vielmals. Für gar nichts. Komm da nicht ran, oder was? Kann ich unter dem Bett durchkrabbeln? Ach Mist, okay. Warte mal kurz, Kumpel, dann roll du hier mal in der Gegend rum. Ich brauche mal kurz eine Maske hier. Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche diese Maske. Na, da. Jetzt reicht das Kabel nicht, wetten. Natürlich reicht das blöde Kabel nicht. Das wird jetzt witzig. Wie muss ich den hinstellen, dass es geht? Weil er nicht nur so leicht rollern wird. Das Ding hat doch bestimmt fest... Was? Feststellbremsen, wollte ich sagen. Bin ich weggeflogen? Wow, good job, Physik. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich ihn rausgezogen habe. Super, jetzt kann ich wieder rüberlaufen. Ich glaube, ich habe gerade das Spiel gebrochen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber so sieht's aus. So, gehe ich mal wieder hier durch. Gib ihm die Betäubung nach wie vor. Am besten wäre eigentlich, ich lege ihn da in die Mitte, oder? Oh. Ich habe das Bett zerstört. Sorry, Kumpel. Komm, komm, wir bringen das in Ordnung. Komm mal hier rüber. Absolutes Chaos im Krankenhaus. Check. So. Jetzt. Ah, ich muss ihn sowieso drauflegen, dann passt das ja ganz gut. So. Sorry. Kann ich die Maschine verschieben? Ach, ich kann die Maschine auch verschieben. Das ist gut. Brauche auch kein Kabel oder so, ne? Nein. Maske. Nein, nicht Maschine, Maske. So. Bitte einmal tief einatmen. Gib ihm die Betäubung. Das ist doch... Oder ist das ein Defi? Aber ein Defi hat doch normalerweise zwei von den Dingern. Ich habe gedacht, das wäre so eine blöde Maske. Super. Ach so, wir suchen nach einer Spritze. Ich sehe es erst jetzt. Wir suchen nach einer Spritze und nicht nach einer fetten Maschine. Okay, das erklärt einiges. Hätte ich gar nicht mit dem Ding rumfuchteln müssen. Okay, wo finde ich Spritzen? Betäubungsspritzen. Da. Ich bin etwas durch den Wind, wenn ich das Spiel spiele. Einfach weil, hey, das ist so durch. So. Ruf Dr. Udo aus. Wo mache ich das? Ach, da hinten ist so ein Panel. Nein, bitte einmal das Bein hier raus. You have pressed all the buttons. Please try again. Keine Aufsicht drücken muss uns. Sorry. Noch einmal. Paging Dr. Nigel. Dr. Nigel to the operating room. Auf Englisch Dr. Nigel, auf Deutsch Dr. Udo. Oh, warte auf Dr. Udo. Nigel. Udo, durchleuchte den Patienten. Ah, es ist schlecht übersetzt. Röntgen hätte es besser getroffen. Oh je, X-Ray. Das kriegen wir aber hin, das kriegen wir hin. Er steht schon fast richtig. Jetzt noch so? Ja, perfekt. So, jetzt einmal bitte auf den... Nein, bloß nicht dagegen laufen. So, jetzt nochmal kurz daran. So. So, perfekt steht jetzt. Also ich kann das... Achso, okay, es geht. Ich habe gerade gedacht. Bring Udo ein Skalpell. Wo liegen die? Da hinten nehme ich mal an. Oder liegt das da auf dem Tisch? Da liegt eine Gabel auf dem Tisch. Ist das da? Ist das andere ein Skalpell? Ich sehe das gar nicht. Ist Schraubenzieher, oder? Ja, das ist ein Schraubenzieher, kein Skalpell. Damit kannst du keinen operieren. Warum liegt da ein Fleischhammer auf dem Ding? Okay, wo finde ich denn hier die scharfen Messer? Ah, da. Natürlich ganz
Ganz steril einfach immer draufgeschmissen. Dr. Udo, ihr Skalpell. Bring Udo eine Knochensäge. Was hat er denn vor? Oh, Spiel, ich mag dich. Ich mag dich. Ich hab dich so gern manchmal. Natürlich. Im Waste-Eimer. Oh nein, ich hab das Gas ausgelöst. Oh nein, jetzt geht alles zum Teufel. Nimmst du bitte mal diesen blöden Behälter, Octodad? Wirst du das mal für mich tun? Dankeschön. Du sollst ihn dauerhaft nehmen, nicht einfach nur so kurz. So, steht da schon fast richtig. Jetzt muss ich nur außen rumlaufen und mir die blöde Säge holen. Nein, natürlich. War ja klar. Da. Dr. Udo, Ihre Knochensäge. Bitteschön. Grounded me for a week after my last story. Sports Johnson and the zombie hurricane was pretty violent. It was my masterpiece. Oh, so it turned out the man was a robot all along. Was? What is love? Oh, baby, don't hurt me. Ach du Scheiße, gib Udo ein Werkzeug. Irgendeins, Schraubenzieher, ist ein Roboter. Hier, geht immer. Öffne die Brustplatte. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Sorry über die Brusthöhle. Okay, okay. Wir bleiben ganz ruhig. Wir bleiben ganz ruhig. Surgeon Simulator Style. Ja, genau. Das glitscht da auch genauso rum. Ja. Okay, okay. Sie werden gesund. Sie werden gesund werden. Herr Roboter. Wahrscheinlich helfen wir hier gerade dem Terminator oder so. Nein, bitte einmal da in die Mitte. Ja. Sieht aus wie eine Batterie. Scheiße. So, weg damit. Na komm. Ja. Na, nicht den Arm. Bringt mir der blöde Arm. Das Ding in der Mitte, bitte. Ah, ich muss das Time. Nein, Arm. Nicht der Arm. Mann, nimm das Ding. So. Noch mehr von den Dingern da drin. Oh ja. Alles weg. Alles weg. Brauche eh nicht mehr. Ist ja nur ein Roboter. Der läuft auch mit weniger Teilen, ne? Ist wie bei einem Bauset. Wenn was übrig bleibt, geht's meistens trotzdem. So, das Herz ist freiliegend. Wisch Udo die Stirn ab. So, hier. Herr Doktor. Ja. Deine blöde Stirn. Hier. Kann ich währenddessen auch laufen? Nein, ich kann nicht aus dem Handmodus raus. Ich muss das von hier her hinkriegen. Das gibt's doch gar nicht. Nein, nicht da rein. Also ich kann nicht laufen. Ich muss das von hier machen. Anscheinend. Oder muss ich ein Blatt abreißen? Aber es wäre ja Quatsch. Hier. Endlich. Fang das Herz. Ich hab dich lieb, Spiel. Oh Gott, nein. Wo ist das Ding? Ist das schon weggeflogen aus der Ecke? Ist das blöde scheiß Herz? Oh, viel Spaß beim Finden. Das springt da hinten rum, wie blöde. Weißt du, es ist auch nicht so, als er was machen könnte. Vielleicht. Ich muss wissen, wie lange das Ding stillhält. Oh nein. Oh nein, ich hasse sowas. Nein, bitte tu dir das nicht an. Ha! Nein! Komm schon! Nein! Herz! Herz! Nein! Fast hätte ich die Physik ausgetrickst. Ja, hab's. Gib Udo das Herz. So, aber er kann's halten, da springt's nicht rum. Bringe die Glieder des Roboters wieder an. Okay. Das dauert nur ein bisschen, die sind überall rumgeflogen. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich das machen muss. Ist das ein Arm? Sieht aus wie ein Arm. Wenn ich nur drankommen könnte, um es zu checken. Ja, ist ein Arm. Irgendwo hier hinten lag doch auch noch ein Stück von dem, oder? Nee. Scheiß Defi-Wetten, den brauchen wir gleich auch noch. Wir sind schon bei 25 Minuten, aber ich ziehe das Level jetzt in einem Rutsch durch. Weil es speichert ja nicht zwischendrin. Soweit ich weiß. Das ist auch ein Fuß, ne? Ja. Gut, und dahin ist noch der Arm. Wir kriegen dich wieder hin, Roboter. Wir kriegen dich hin. Du musst nur dran glauben. Du musst dran glauben, dann schaffen wir das. So. Wetten jetzt. Hol den Defi.
Anymore. Hä? Ach, damit sie nicht erklären müssen, wie es innen drin aussieht, haben sie einfach... Ah, süß. Auf 10, wirklich. Willst du nicht auf 100 gehen? Zurücktreten! Bumm. So, lade. Ich geh mal aus drum. Zurücktreten, Doktor! Ach, nochmal. Ah, verdammt, ich muss das Ding um den Tisch rumbringen. Komm her. Zurücktreten. Klatsche Udo ganz hoch ab. Super High Five. Ich würde gern, aber da schwebt gerade was. Ich hänge an der Decke. Was geht? High Five, Bro. Wenn ich nur was sehen würde. Was habe ich getan? Ich habe das Spiel gebrochen. Ich kann es nicht loslassen. Ich bin... drin gefangen jetzt. High five, Bruder. Yay. Oh, tief. Oh, jetzt aber gut. Packe den Patienten in den Rollstuhl. Woher liegt der denn jetzt inzwischen rum? Hier. So. Oh, das wird eine Folge mit Überlänge. Ich sehe es schon kommen. Aber eigentlich hat sie ja eh schon Überlänge. Das heißt, wir ziehen das jetzt durch. Ja, würde ich ganz gern. Wenn hier der blöde Stuhl nicht im Weg wäre. Ey, Stühle, ne? Ultimative Feind eines jeden Oktopus. Rollstuhl! Jetzt. Kann der Typ rausfallen? Bitte sagt nein. Bitte sagt, dass er nicht rausfallen kann. Ansonsten mache ich das ganz einfach so. Ich lasse ihn liegen und komme wieder, nur um ihn aufzusammeln. No, diese Physik, das ist... Nein! No. So, das ist ganz normal. Das wird in jedem Krankenhaus so gemacht. So, ein kleines Tänzchen hier. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit, Herr Müller. Lassen Sie mich mal kurz hier begrapschen. So, der war ganz hier hinten, der blöde Arsch. Liegt übrigens sehr gesund. Das ist sehr gesund auch. Inzwischen hat er den Kopf in den Boden gesteckt. So. Tada! But Dad caught Unicornitis from that alien lady. And the only cure for Unicornitis is... jet skis. So he bought us some sweet jet skis. The end. Wir haben es geschafft, würde ich sagen. Wie lange hat es gedauert? 27 Minuten 17 Sekunden. Und das war es leider auch schon mit den Octodad Shorts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob davon noch mehr rauskommen sollen, ob es immer noch mehr Level gibt. Aber wenn es welche gibt, machen wir die auf jeden Fall. Lasst mir gerne einen Daumen und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Links kommt ihr zur letzten Folge der Octodad Shorts. Das war Mission 1, Romantic Dad. Chaos im Restaurant. Rechts kommt ihr zu einem random Video. Lasst euch doch einfach mal überraschen. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr mir bei Twitter oder Instagram folgen würdet oder mir eine Frage bei AskFM stellen würdet. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei irgendeinem anderen Spiel. Ich wollte jetzt gerade bei den Octodad Shorts sagen, aber da gibt es ja bis auf weiteres, glaube ich, zumindest mal erstmal keine. Das heißt, wir sehen uns in irgendeinem anderen Game. Bis dahin, macht's gut und ciao.